Viertelstunde, dann geht's zum Flughafen. Letztes Goodbye zu einer schönen Wohnung. Und wir freuen schon, es wird schon fleißig nochmal alles gecheckt hier. That's my lovely sister-in-law, Janet. Janet, you are in camera. Hi, who is it? This is now camera. How? Video. I don't have... You want to go to Jakarta with me? Yeah, maybe I let my wife here, you want? Good luck to your trip. Thank you. Oh, there is the woman of my life. Here we go. Hello, Marianne. Say hello to our viewers. Busy. No, you didn't know. She don't want to be on camera, but I have enough on camera when we are. Say a last time goodbye. Now show our viewers how the Newton family lives in the Philippines, our house from outside. See you back again in 28 days, hopefully. That is Villa Newton. On the way to the airport, and of course, we have traffic check. Okay, sir, stay there. Yeah. Good morning, sir. Morning. You're on Worldwide TV. That is Davao, always traffic. How are you, my honey? Fine. Where are we going? That means I have you now 28 days on my back. Halleluja. So, der erste Schritt ist gemacht, eingecheckt und Ticket schon da, alles läuft nach Plan soweit. Schon ein gutes Zeichen. Kurz mal schauen, wie es da ausschaut auf dem Davao Airport. Boarding. And in the plane. Der erste Schritt ist gemacht, wir sitzen schon im Flieger und jetzt geht's nach Manila. Here we go, on the way to Manila.
wir in Manila Airport vorangekommen. Und ja, jetzt haben wir 5 Stunden Aufenthalt, fast 6 Stunden. Wieder was essen, mal schauen, was uns reinhauen. Jollibee oder McDonald's? Ich glaube, wir machen McDonald's. Mal schauen, was passiert. Wir haben es geschafft, eine Begrüßung, dann hat es gerade ein Eklat gegeben. Ein Eklat. Und zwar haben sie mich rausgezogen und einen Drogentest gemacht, so mit den Streifen. Und natürlich, Marianne war schon vor mir gewesen, hat sie mir gesagt, what happened? Dann sagt er, he looks like a Rockstar. Dann sagt Marianne, he is a Rockstar. Dann hat er gerne mein Gepäck gerne aufgemacht. Ich bin ein Rockstar, ich bin wahnsinnig. Ja, wenn man reist, kann man immer wieder was erleben. Ja. So, jetzt sind wir auf alle Fälle schon mal im Gate. Jetzt müssen wir irgendwas essen, weil ich heute nicht gefrühstückt habe. Und ja, ich bin ein Rockstar, Freunde. Hat er noch mein Gepäck abgemacht? Ich bin wahnsinnig. Meine Alte mit ihren Schmerzen. Honey Bunny, how are you? I'm good. I'm hungry. Now we are in Kenny Roger. Oh, we don't have cleaner, you return in that way. Auf geht's. Unser Gate angekommen, jetzt können wir warten bis zum Weiterflug, haben wir noch 3-4 Stunden. Wenn ich heute im Hotel angekommen bin, in Jakarta, dann waren wir 16 Stunden unterwegs. 16 Stunden, das ist schon ein Trip. Ich bin jetzt schon platt, rumlatschen. Wahnsinn, was es für ein Latscherei ist, bis man zu Gate Nummer 105 kommt. Alter. Naja, heute habe ich meinen Sport wieder gemacht. So. Und natürlich dabei ist auch mein Hoodie ist dabei. Wir sind jetzt im Flieger Richtung Jakarta. Gleich geht's los und die erste Ansage vom Captain. Der Flug, 3,5 Stunden, wird cloudy and rude. Das heißt, shake, rattle and roll auf dem Weg nach Jakarta. Ist doch gleich Rock'n'Roll, gleich am Flug. Also, ich melde mich wieder aus Jakarta, hoffentlich gesund und munter. Und ja, alles Gute dabei und Rock'n'Roll. Ja, liebe Freunde, wir sind jetzt schon in Jakarta angekommen. Wir hatten einen Irrsinnsaufwand mit der Immigration und mit den ganzen Formulare und online und so. Das war jetzt 2 Stunden lang Horror eigentlich gewesen. Nicht so, wie ich es vorher gekannt habe. Seit Corona hat sich alles geändert. Jetzt verlangen sie auch für alles Geld. Jetzt, wenn du ankommst, musst du auch noch $20 zahlen. Also ich, werde ja nicht als Philippiner. Und dann hat mir wirklich einen Stress gegeben. Ich habe dann geschwitzt und so. Und da war dann mit Taxi zum Hotel. Jetzt sind wir angekommen in unserem Hotel. Und jetzt erstmal ein paar Stunden schlafen und dann melde ich mich wieder mit einem neuen Video am 2.7. mit Tag 2 von der Recording and Travel Diary. So, ich wünsche euch gute Nacht oder euch guten Morgen oder whatever. Newton out!